Norwegen ist unter den Deutschen eine beliebte Auswanderungsdestination. Und das ist nicht überraschend, denn viele Vorteile machen Norwegen zu einem attraktiven Land. Die Deutschen scheinen sich in Norwegen pudelwohl zu fühlen. Denn nicht ohne Grund befindet sich Norwegen auf der Auswandererzufriedenheitsliste auf dem 4. Rang, hinter der Schweiz auf Platz 1, gefolgt von Schweden und Slowenien. Ebenso wurde mein letztes Video zum Thema Norwegen sehr oft angeklickt, was darauf hindeutet, dass ein gewisses Interesse an dem skandinavischen Land besteht. Deshalb möchte ich die Zeit nutzen, um die meiner Meinung nach 8 größten Vorteile einer Auswanderung nach Norwegen aufzuzeigen. Falls du an einer Auswanderung nach Skandinavien interessiert bist, du aber noch nicht genau weißt, welches Land, dann kannst du dir das in der Videobeschreibung und in den Kommentaren verlinkte Video zu diesem Thema ansehen. Dort vergleiche ich alle skandinavischen Länder miteinander. Im Jahre 2019 wanderten offiziell 1073 Deutsche nach Norwegen aus. Damit liegt das norwegische Land an 23. Stelle der Lieblingsauswanderungsdestinationen der Deutschen, hinter Brasilien und vor den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wie bereits erwähnt, kehren nur sehr wenige nach Norwegen ausgewanderte Deutsche wieder in ihre deutsche Heimat zurück. Welches Land hat das dritthöchste Bruttoinlandsprodukt? Welches Land grenzt nicht an Indien? Und zu welchem Land gehört diese Bevölkerungspyramide? Unter dailygeographyquiz.com habe ich eine Webseite programmiert, die dir jeden Tag genau solche Fragen gratis per E-Mail zusendet. Trage dich einfach kostenlos mit deiner E-Mail-Adresse auf dieser Seite ein, um jeden Tag eine brandneue Frage zu erhalten und somit dein Wissen zur Geografie unserer Erde Tag für Tag zu erweitern. In der Videobeschreibung findest du einen Link auf die Website. Vielen Dank und zurück zum Video. Doch was sind nun konkret die Vorteile Norwegens? Der erste Vorteil liegt in dem in Norwegen herrschenden hohen Lohnniveau. Im weltweiten Vergleich liegt Norwegen hinter Luxemburg und gefolgt von der Schweiz auf Platz 2 der Länder nach Medianeinkommen. Im Jahre 2017 belief sich das mediane Jahreseinkommen auf 30.000 Euro. Das bedeutet, dass die Hälfte der verdienenden Personen mehr als das verdienen und die andere Hälfte weniger. Laut einem UN-Bericht aus dem Jahre 2018 sind Norwegen, Luxemburg und die Schweiz die einzigen Länder weltweit, die ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von über 70.000 Dollar aufweisen und nicht Insel- oder Mikrostaaten sind. Zu erwähnen gilt es, dass man in Norwegen mit der norwegischen Krone bezahlt. 1 Euro entspricht 10,5 norwegische Kronen. Die größten Wirtschaftszweige Norwegens sind die Öl- und Gasindustrie, die Fischerei, Lebensmittelverarbeitung, der Schiffsbau sowie die Schwerindustrie. Etwa 50% aller Exporte werden der Öl- und Gasindustrie zugeschrieben. Ein weiterer großer Teil der Fischerei. Die größten Exportpartner sind das Vereinigte Königreich, Deutschland und die Niederlande. Und die größten Importpartner? Schweden, Deutschland und China. Die Wirtschaft Norwegens scheint, verglichen mit der Deutschlands, der Schweiz oder Österreich, auf keinen Fall vielfältig zu sein. Aber dennoch wirst du in Norwegen vermutlich etwas mehr verdienen können als in Deutschland oder Österreich. Zwangsläufig bedeutet dies, dass die Lebenshaltungskosten in Norwegen um ein gutes Stück höher sind. Wer beispielsweise mit 2000 Euro pro Monat in Berlin über die Runden kommt, der benötigt für denselben Lebensstil in der norwegischen Hauptstadt Oslo satte 2743 Euro. Das bedeutet, dass das Leben in Oslo um über 37% teurer ist als das Leben in Berlin. Bei einer Auswanderung solltest du das einfach im Kopf behalten. Es schadet sicher nicht, sich vor einer Auswanderung ein gewisses finanzielles Polster anzulegen. Der nächste Vorteil liegt in der geografischen Nähe zu Deutschland. Von Berlin aus ist man nach Oslo mit dem Auto fast 13 Stunden lang unterwegs. Das klingt jetzt nach ganz schön viel, aber dennoch liegt Norwegen damit deutlich näher als so manch andere beliebte Auswanderungsdestination. Norwegen liegt in derselben Zeitzone, was es einfacher macht, mit Familie, Freunden und Verwandten in Kontakt zu bleiben. Solltest du dich aus irgendeinem Grund in Norwegen nicht wohlfühlen, so bist du binnen kurzer Zeit wieder in Deutschland. Bei einer Auswanderung nach Neuseeland, Australien, Kanada oder Südamerika sähe das ganz anders aus. Das Jedermannsrecht, das nicht nur in Norwegen, sondern in abgewandelter Form auch in anderen skandinavischen Ländern, Schottland und der Schweiz existiert, erlaubt es dir, überall in der Wildnis zu zelten, ein Lagerfeuer zu erstellen und einfach nur die Natur zu genießen. Das Jedermannsrecht ist also ein Freipass dafür, dich in der norwegischen Natur wirklich frei zu fühlen. Du wirst zwangsläufig nicht drumherum kommen, die Natur für dich zu entdecken und das ein oder andere naturverbundene Erlebnis in deinen Erlebnisrucksack zu packen. Ausgeschlossen sind natürlich private Grundstücke und geschützte Nationalparks. Ganz abgesehen von der Schweiz, wo es die monatlichen Krankenkassenprämien zu zahlen gilt, ist das Gesundheitssystem für Norweger praktisch gratis. Natürlich ist das kein Geschenk des Himmels, sondern die Gesundheitskosten werden einfach durch höhere Steuern getragen. Aber dennoch kann die Tatsache, dass man pro Arztbesuch nur umgerechnet 17 Euro zu zahlen hat, ein Vorteil sein. Laut der WHO ist das norwegische Gesundheitssystem weltweit auf Platz 11 platziert.
Nach dem OECD-Index über das Glück und Wohlergehen der Bevölkerung verschiedener Nationen erzielen die Norweger eine hohe Punktzahl. Die Lebenserwartung liegt mit 81 Jahren über dem OECD-Durchschnitt. Weltweit liegt es bezüglich der Lebenserwartung auf Platz 5, hinter Schweiz auf Platz 1, gefolgt von Island, Italien und Japan. Laut einer Umfrage, bei welcher Menschen ihre Zufriedenheit mit einem Wert zwischen 0 und 10 angeben mussten, erhielt Norwegen ganze 7,5 Punkte. Die Länder, die in diesem Vergleich mit Norwegen mithalten können und ebenfalls 7,5 Punkte erreichten, sind Dänemark, Finnland, Island und die Schweiz. Der Durchschnitt beläuft sich übrigens auf 6,5. Die Natur Norwegens ist ein weiterer Vorteil. Norwegen hat 47 Nationalparks aufzuweisen, davon 40 auf dem Festland und 7 auf Spitzbergen. So werden ganze 7% der Staatsfläche geschützt. In Norwegen existieren über 40.000 Seen und weit mehr Moore und Sumpfgebiete. Damit ist die Anzahl der Seen zwar tiefer als in Finnland und natürlich in Kanada, aber dennoch ist diese Zahl beachtlich. Was ich toll an der Natur der skandinavischen Länder finde, ist, dass es wirklich große Flächen an unberührter Natur gibt. Hier in der Schweiz und vermutlich auch in Deutschland findet man nirgends wirklich weite Flächen an unberührter Natur. Jede paar Kilometer gibt es ein kleines Dorf, was bei einem Ausflug in die wilde Natur stört. Das Klima ist natürlich eine Geschmackssache. Obwohl viele Deutsche sich eher nach einem wärmeren, sonnigeren Klima sehnen, so gibt es trotzdem Menschen, die ein kälteres Klima bevorzugen. In Oslo ist der wärmste Monat der Juli, in welchem durchschnittliche Höchsttemperaturen von 22,3 Grad zu erwarten sind. Der kälteste Monat ist der Januar, in welchem sich im Durchschnitt die Tiefsttemperaturen auf minus 5,3 Grad belaufen. Mit etwas über 4,6 Sonnenstunden pro Tag scheint die Sonne nur etwa 6 Minuten weniger als in Berlin. Vor allem auf dem Land ist die Sicherheit sehr hoch. Nach dem Numbeo-Sicherheitsindex besetzt die erste norwegische Stadt namens Trondheim den weltweit 13. Platz der sichersten Städte. Damit liegt Trondheim zwar hinter München, aber auch hinter Zürich und Bern. Dennoch ist Norwegen sowie auch Finnland ein sicheres Land, bei welchem du dir sicher keine Sorgen machen musst, wenn deine Kinder mal im Garten oder auf der Straße spielen sollten. Bei zunehmender Kriminalitätsrate in westeuropäischen Ländern ist die Sicherheit durchaus ein Punkt, den es bei einer potenziellen Auswanderung zu beachten gilt. Nicht nur die Kriminalität, sondern auch die Sicherheit in einem globalen Kontext ist in Norwegen hoch. Denn nach dem globalen Friedensindex besetzt Norwegen den weltweit 20. Rang. Damit liegt es zwar hinter Schweden und Finnland, sowie hinter der Schweiz und Österreich, aber dennoch ist das eine gute Platzierung. Und zum Schluss noch einige wissenswerte Fakten zu Norwegen. Norwegen hat mit über 80.000 Kilometer die zweitlängste Küstenlinie aller Länder weltweit. Nur Kanada hat eine längere Küstenlinie. Das ist wirklich erstaunlich, vor allem wenn man in Betracht zieht, dass Kanada das weltweit zweitgrößte Land der Erde ist, Norwegen hingegen nur das 61. größte Land. Es hat vor allem aus dem Grund eine so lange Küstenlinie, weil Norwegen etwa 150.000 Inseln besitzt und damit auf Platz 1 der inselreichsten Länder Europas steht. Der Begriff Ski ist aus dem norwegischen Wortschatz entnommen und bedeutet so viel wie ein Stück Holz. Offensichtlich kannst du den Wintersport in Norwegen sehr gut ausleben. Zu Beginn des Videos habe ich ja erwähnt, dass die Ölindustrie in Norwegen eine große Bedeutung hat. Ironischerweise sind die Benzinpreise in Norwegen, obwohl Norwegen eines der Top-Erdölförderungsländer ist, die 8 höchsten weltweit. 37% der Norweger haben einen Hochschulabschluss. Somit ist Norwegen, zumindest auf dem Papier, das bestausgebildetste Land in Europa. Das ist aber nicht zwingend gut, denn diese Tatsache führt dazu, dass es einen kräftigen Facharbeitermangel sowie eine Masterschwemme gibt. Du siehst also, dass Norwegen eine durchaus attraktive Auswanderungsdestination ist. Vor allem für naturverbundene Menschen, aber auch für Personen, die nach neuen beruflichen Herausforderungen streben. Hast du eine Idee, welches Land ich als nächstes ansprechen soll? Dann schreib es doch gerne in die Kommentare. Ich danke fürs Zusehen, freue mich auf deinen Kommentar und bis nächsten Donnerstag.